Sehr schön. Dann haben wir ja, dann haben wir das ja geschafft, ist ja unglaublich. Und jetzt kann ich sogar noch mit der anderen da sprechen. Und ihr sagen: Ey, yo, Bitch! Ich hab's geschafft, so. Und jetzt nicht weg hier. Ah, oh nein. Ich mach einen Umweg. Ach, ich muss da lang. Ha! Hey, guck mal, hier ist eine Brücke. Wie geil. Hoffentlich kommt jetzt nicht irgendwie ein Spinner mit einer Machete und klöppelt hier die Seile durch. Das wäre ziemlich uncool. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann hier durchlaufen. Nee, na gut. Toll, sogar die Armen können hier rennen. Was legt er sich auch mit uns an? Hm, toll, ich drehe mich um. Puff, Blitz. So, mal gucken. Was ist eigentlich 4? Ui, toll. So, wo ist wer? Da ist sie. Da ist sie ja. Hallo. Mein Freund kehrt zurück. Wurden die Rituale abgeschlossen? Ja. Sind die Priester was für eine Erleichterung? Vielen Dank. Nun kommt der heikle Teil. Das letzte Ritual muss im Grabmal der Ahnen durchgeführt werden. Dort, wo vermutlich die mächtigsten Toten hausen. Gut. Wenn ich Königin sein will, muss ich der Angst ins Gesicht sehen und sie bezwingen. Wie könnte ich von meinem Volk verlangen, an mich zu glauben, wenn ich nicht einmal selbst an mich glaube? Tja, das wäre natürlich blöd. So, wo ist jetzt die andere? Da ist die andere. Hi. Was für faszinierende Steine diese Artefakte sind. Wollt ihr euer heiliges Symbol zurück? Nicht so lange, bis auch der letzte Stein vernichtet ist. Soweit ich das sagen kann, ist nur noch einer übrig. Ist ja toll. Wo ist er denn? Da ist er ja. Etwas ist geschehen. Die Geister scheinen wieder fügsam zu werden. Was meint ihr? Ihr habt es geschafft. Ihr Wahnsinn ist von ihnen abgefallen. Und die Ahnengeister haben wieder Frieden gefunden. Okay. Aber seid vorsichtig. Ich kann noch immer Reste nekromantischer Energie wahrnehmen. Die Steine waren mächtig. Wir werden ihren Einfluss wohl noch eine Weile spüren. Okay, Quest abschließen. Sehr schön. Damit haben wir jetzt da hinten noch irgendwas mit der Quest. Und zwar gehe nach Martisen. Oder sprecht mit Dingens. Oder sprecht mit Kuriune. Die Quest habe ich auch noch. Gut. Na gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Aufnahmesession. Wir haben ja einiges geschafft. Ein bisschen was weggebratzelt. Ein paar Mal gestorben sind wir doch. Naja, egal. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Aufnahmesession. Auf der Endcard findet ihr ja alles und bis dann. Yay, 3 Eisenerz gefunden. So, mal gucken, vielleicht kann ich ja unbehelligt hier rausschleichen. Oh, guck mal, ein Fuchs. Süß. Oh, ey, mit so einem Point of View starten. Moment, dann gehe ich hier hin und dann, haha. So, dann tue ich so, als wäre ich hier aufgewacht und sag. Und damit ein herzliches Willkommen hier zurück bei Let's Play The Elder Scrolls Online. Und ich sehe gerade, wir haben eine Nachricht. Ja, ich bin zufällig hier aufgewacht, also gespawnt. Und ich habe auch rein zufällig eine paar Erzgeschichten gefunden. Ja, gut. Und wir haben eine Nachricht. Und ich guck mal direkt in die Nachricht. Wuhu! Und zwar... look, I can help you. Dann eine ziemlich lange Zeichenfolge, von der ich keine Ahnung habe, warum das ist. Und eine andere Zeichenfolge, von der ich auch keine Ahnung habe, was das sein soll. Ja, ist mir aber scheißegal. Ich brauche keine Hilfe.
So, gut. Ja. Wir müssen nach Mathisen gehen. Mathisen. Und müssen dort bestimmt irgendwas ganz Wichtiges machen, von dem ich keine Ahnung habe und weil ich es vergessen habe. So, mal gucken. Vielleicht kann ich einen Rückweg nehmen, der vielleicht nicht unbedingt über einen Friedhof läuft. Denn die Untoten da, ich weiß zwar mit Abschließung der West sollen die ganz friedlich sein, aber ich traue denen nicht über den Weg. Punkt. Oh, guck mal, noch eine Erzadler. Okay. Die ist bestimmt für irgendetwas gut. Die Erzader. Kann man bestimmt gebrauchen. Oh, guck mal. Ein Händler. Hallo, Händler. Ihr werdet überrascht, welche Gaben das mir... Ja. Jetzt halt mal die Luft an. Wollt ihr die Belohnung teilen? Oh Gott. Einkaufen, ich will verkaufen. So, Eisenerz. Was ist das hier? Abholzstab. Ich gehe erstmal auf sonstiges. Rüstung. Materialien, verschiedenes. Dietriche brauche ich. Was ist das? Plünder, der Händler Wert hat. Sieht gut aus, nehme ich, verkaufe ich. Das ist mein Begleiter. Das ist mein Begleiter. Das sind das da. Das ist das. Verdorbenes Fell. Kann er haben. Hier bitteschön Würmer. Zum Fischeködern, okay. Materialien, Eisenerz. Klares Wasser benötigt. Lösungskenntnisse 1. Nischt. Was ist das hier? Kann zu Rohleder verarbeitet werden. Na gut. Behalte ich einfach mal. Was haben wir hier? Oh Gott. So richtig? Nischt, ne? Was ist hier? Okay. Was die Urne stammt eindeutig aus Kalthafen. Sie wurde fest verschlossen und der Name ist die Seite eingebrannt. Okay. Ist bestimmt ein Questgegenstand oder so eine Scheiße. Ansonsten hätten wir das hier. Schatzkarte. Okay. Blablabla. So, was haben wir hier? Ein Schild. Achso, ich kann sowieso gerade keine Schilder tragen. So, was haben wir hier? Eine Rüstung. Ich weiß nicht. Die kann ich eigentlich verscherbeln. Hier, komm. Kannst du haben. So, was ist das hier? Eisengürtel der Lebenden. Behalte ich nochmal. Was haben wir hier? Oh. Okay, ich glaube, ich gucke mir erst nochmal meine ganze Rüstung an, bevor ich irgendwas verscherbel. Was haben wir hier? Ja, dieser Gegenstand erzielt bei Händlern Nummer. Okay. Das Ding behalte ich, glaube ich, nochmal. Oder, Moment, das schneide ich gerade nicht. Dieser Gegenstand erzielt bei Händlern einen um 125er Verkaufspreis. Heißt das jetzt, dass der Preis von allen oder nur von dem Ding? Das möchte ich direkt mal ausprobieren. Ausrüsten? Halt, stopp. Ihr werdet überrascht, welche Garten das Meer uns schenkt. Hau Wollt raus. Ihr die Belohnung teilen? Ui. War das Zeug eben tatsächlich schon so viel wert? Nee. 40, 11, 11. Scheiße, jetzt habe ich nicht auf die Preise geachtet. Oh, ich bin so ein Idiot. Na gut, egal. Eisenerz, bla bla bla. Richtig, bei Waffen war ich. 40, 18. Komm, den hier kann er haben. So, Eisenaxt. War das hier meiner, ne? Oder? Ist das hier meiner? Scheiße, welchen hatte ich denn gerade? Ne, doch, das hier ist meiner, genau. Mit... Nee. Hä? Das ist Schaden 13. 12? 14? 20? 15? 15? Oh, ich hab ja 20, ist ja schön. 10? Ach, weißt du was? Passt, komm, scheiß drauf. So, der hat 15. Das Beste, was ich hab, heißt 20. Das verändern wir doch gleich mal hier. Ja, guck mal. Ausrüsten. So, Moment, jetzt hatte ich noch irgendwo Rüstung, die eindeutig besser war. Hier, 36, genau. So, was haben wir hier? Den können wir mal anlegen. Ach nee, Moment, die hier hat 42.
Ist aber im Moment besser. Ja, muss ich dann denken. So, warte mal, was haben wir hier? La, la, la. Guck mal, ein schönes Kleid. Bla, bla, bla. Ruhhandschuhe. Bla, bla, bla. Ob der Händler mir wohl was reparieren kann? Oh, guck mal, 41. So, 23, 28, Stufe 1. Wow. Und ein weggeworfener Schild. Ich glaube, so kann ich erstmal bleiben. Sehr schön. Wo muss ich hin? Richtig, Mattison. Los geht's. Mann, ich bin richtig gut vorbereitet für diese Aufnahme. Denn ich habe mir hier sogar Trinken hingestellt. Mit Strohhalm, dann hört ihr das nicht. Haha. So, dieses Unwetter gefällt mir nicht. So eine Grütze. Wo geht's nach Mattison? Da geht's nach Mattison. Und das war kein Wegweiser. Scheiße. Ich dachte, jetzt könnte ich mal auf den Wegweiser raufklöbbeln. So, ach, guck mal, unser Lieblingstor, wo wir schon dreimal durchgerannt sind. Super. Und hier schon wieder irgendwo so ein dämliches Tor. Guck mal, da ist es ja. Das, was ich als erstes für eine Störung in meinem Mikrofon gehalten habe. Übrigens, sollten hier irgendwelche komischen Tackergeister im Hintergrund irgendwie rumlungern, ne? Tut mir leid, aber das ist irgendwie schon die ganze Zeit so. So. Wo ist das olle Ding? Jetzt wird rangeklotzt.